was andere mit der Spraydose sprühen, schafft El Bocho mit dem Klebeband. Der Berliner Streetart-Künstler klebt seine Bilder Streifen für Streifen, Bahn für Bahn. Tape Art nennt sich diese ungewöhnliche Kunstform. Also das ist ein Teil der Porträtserie, die ich gerade mache oder die ich auch schon vorher mit Papier gemacht habe. Mit der Tape Art-Geschichte. Damit halt zu arbeiten ist sehr interessant und eigentlich eine neue Sache, weil normalerweise mit Acrylfarben kann man halt alles zurechtmischen und so ist man halt so aufs Wesentliche reduziert. Man muss sich schon dran gewöhnen. Das ist ein anderes Arbeiten als jetzt mit Stift oder mit Pinsel. Man wird halt gezwungen, durch das Material die gleichen Elemente, die man vorher gemacht hat, sehr simpel irgendwie darzustellen. Und das ist sehr interessant. Und ich finde, das Ergebnis ist oftmals sehr spannend und überhaupt nicht vorhersehbar. Tape Art steckt in Deutschland noch in den Kinderschuhen. Läden wie das Klebeland sind deshalb eine Seltenheit. Hier im Berliner Bezirk Wedding gibt es seit Februar alles rund um die Kleberolle. Die Geschäftsidee für den speziellen Klebebedarf hatte Tim Zolpies. Aber der 29-Jährige ist nicht nur Geschäftsmann, sondern auch kunstinteressiert. Mit Tape Art glaubt der Berliner, eine interessante Marktlücke entdeckt zu haben. Ich denke mal, das Besondere an der ganzen Geschichte ist, dass es einzigartig ist, dass es neu ist und dass es eine neue Ausdrucksform bietet und die Leute komplett verblüfft sind. Wir haben das quasi zusammen mit El Bocho angestoßen und die Resonanz ist unglaublich positiv. Jetzt kommen halt immer mehr Künstler und nutzen diese Klebebänder. Die Idee ist halt, dass wir es nicht nur Künstlern anbieten, die das auch in Galerien etc. ausstellen, sondern halt wird auch im therapeutischen Bereich genutzt. Dass Tape Art einfach Spaß macht, finden die Kleinen im Berliner Kindergarten wie smart. Wände fantasievoll gestalten und mal alles vollkleben. Da sind die 3- bis 6-Jährigen ganz in ihrem Element. Auch die Macher der Be Smart Academy waren von den pädagogischen Möglichkeiten von Tape Art schnell überzeugt. Das kreative Arbeiten mit den bunten Klebebändern ist deshalb Teil des Lernkonzepts und einmal die Woche Programm. Man gibt einfach den Kindern einen Tape in die Hand und die können mit den verschiedenen Dicken und Dünnen und Stärken der Tapes und Farben ihre eigenen Kunstwerke schaffen. Und das ist ganz, ganz viel Freude und Ausdauer ist gefragt. Also es wird wirklich auch Konzentration gefragt. Die Kinder werden in ihrer Feinmotorik gefördert und zu guter Letzt in ihrer Kreativität und das macht auch Spaß. Aber Streetart-Künstler wie El Bocho kämpfen immer noch um Akzeptanz. Das Ringen um freie Häuserfassaden und Wände ist ebenso mühsam wie auch das ständige Bewegen am Rande der Illegalität. Nicht wenige sehen in der Streetart immer noch Vandalismus. Aber das soll sich ändern. Auch deshalb heißt der Plan, weg von der Straße, rein in die Galerien. Ja, eigentlich übers Graffiti kommen die meisten Streetart-Künstler, würde ich sagen. Und das hat auch so einen illegalen Touch. Vielleicht will man den auch einfach irgendwann nicht mehr haben, ne, als Künstler. Auch Streetart-Künstler werden erwachsen. In der Szene ist El Bocho längst ein Begriff. Nun will sich der Berliner mit seiner Tape-Art auch in der Kunstszene einen Namen machen. Naja, da muss man so ein bisschen rumexperimentieren. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich kann das wirklich jedem empfehlen, einfach die ganze Geschichte mal auszuprobieren. Es macht einfach Spaß und Freude. So, jetzt muss ich mal ein neues Tape holen.